sich etwas anzuschauen, sich etwas anzuhören und gleichzeitig das einfach nur so auf sich einwirken zu lassen, reicht meistens nicht, einfach, weil man nicht bereit ist, das auch in die Tat umzusetzen. Man muss sich nämlich vor den Augen führen, gleichzeitig, was mache ich da jetzt? Was ist für mich notwendig? Dass ich das Aufgenommene, das zu mir in den Gehörgang gezogene, dass ich das gleichzeitig auch in die Tat umsetze. Das heißt, ich wende dieses Wissen an, um für mich herauszufinden, was muss ich denn da jetzt für Folgeschritte machen? Wie verhält sich das im Detail? Und wenn ich das mache, dann weiß ich ganz genau, das ist der nächste Schritt, um das auch für mich richtig groß aufzubauen. Aber nicht, indem ich mir einfach nur sage, ja, ich habe mir den ganzen Tag heute was durchgelesen, ich habe mir den ganzen Tag heute was durchgeschaut, durchgehört oder angeschaut, ein Video, eine Videoreihe, was auch immer. Das reicht nicht. Und das ist auch diese Begrenzung, die viele Menschen da draußen haben. Weil sie einfach nur sagen, ja, ich habe mir ja so viel Inhalte zu mir genommen, aber letztendlich ist er nicht so hängen geblieben, weil das, was an Überkapazitäten bei dir vorhanden ist, ist gleichzeitig dann auch irgendwann mal weg, weil es wird überspielt. Und wenn du das mal machst, mal ausführst, die Tat umsetzt, weil du wirklich angewandtes Wissen da in deine Möglichkeiten einsetzt, dann wirst du herausfinden, jetzt ist es soweit. Weil genau das sind die Möglichkeiten, die du hast und diese musst du nur noch verwirklichen. Und dann kommen nämlich die Folgeschritte. Weil du ganz genau weißt, aha, so sieht das aus. Weil jemand dir jetzt eine Frage stellt, was machst du dann? Dann findest du für dich heraus, ich habe genau die Antwort darauf gegeben, weil ich schon mal gemacht habe. Weil ich ganz genau weiß, wie sich das im Detail verhält. Und wenn du das auch möchtest, wenn du auch genau diesen Anreiz jetzt hast, weil du dir ganz klar sagst, ich möchte jetzt auch mal in die Tat kommen, umsetzen, wirklich das für mich adaptieren. Dann schick mir noch mal eine Antwort und sag mir, weil du jetzt fragst, was möchtest du? Wie willst du das? Dann gucken wir zusammen, welche Möglichkeit du hast, wie das für dich am besten funktioniert und wo du letztendlich auch schnellstmöglich dahin kommst. Und dann wird dann nämlich was Spruchreiches draus. Und wenn dir das gefallen hat, teile es mit anderen Menschen, dieses Video. Ich freue mich auf unser gemeinsames nächstes Mal. Bis dann.